Millenniumstaumel. Begeistert begrüßen Millionen weltweit das Jahr 2000. Truppenbesuch. Russlands Interimspräsident Putin setzt im Tschetschenienkrieg weiter auf Härte. Nervenflattern. Martin Schmidt wird beim Neujahrsspringen in Garmisch nur Elfter. Das Wetter meist trübe mit etwas Sprühregen oder Schnee. 0 bis 7 Grad. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Computer haben durchgehalten, die Lichter sind nicht ausgegangen, die Fahrstühle nicht stecken geblieben und die Flugzeuge sind sicher gelandet. Der Start zumindest war gut, allen Pessimisten zum Trotz. Das Jahr 2000, es wurde fröhlich und ausgesprochen friedlich begrüßt in aller Welt. Auf den Straßen die größten Partys aller Zeiten, doch die allergrößte deutsche Millenniumsparty, die fand natürlich in Berlin statt. Nach dem Millennium das Müllennium. Aufräumen nach der Nacht der Nächte am Brandenburger Tor. Berliner Schnauze nennt den Sondereinsatz der Stadtreinigung Fleiß am Stiel, am Besenstiel. Partymüll von 2 Millionen Silvestergästen. Es war die Nacht der Superlative die größte Freiluftfete der deutschen Geschichte. 250 Riesenscheinwerfer an der Siegessäule. Die größte Lichter-Lasershow der Welt. Und dann das Feuerwerk. Berlin in Konkurrenz zu London, Sydney, Paris oder New York. Die weltweite Sorge, es könnte quer durch die Zeitzonen zu Computerabstürzen kommen, ging in der Silvesterlaune unter. Kein schwerwiegender Unfall. Eher hausgemachte Probleme durch Böllerbrände sorgten für Großeinsatz der Feuerwehr. Deren Computersysteme brachen zusammen, wegen Überlastung, nicht wegen 2000. Die Krankenhäuser hatten silvestertypisch zahlreiche Verletzte zu versorgen, 600 allein in Berlin. Mindestens doppelt so viel wie letztes Jahr. Brandunfälle, Schnittwunden und natürlich Alkohol. Sicher unerfreulich, dass doch die Anzahl der Verletzten und der Schwerstbetrunkenen sich mindestens verdoppelt hat und teilweise durch Knallkörperverletzungen, Verbrennungen und Ähnliches tatsächlich erheblicher Schaden eingetreten ist. Bei der Berliner Polizei alle 4 Sekunden ein Notruf. Um Mitternacht gab es im Bezirk Kreuzberg Krawall von knapp 100 Randalierern. Doch die angekündigte Großdemonstration der Autonomen blieb aus. In diesem Jahr hatten wir den größten Einsatz seit vielen Jahrzehnten. 8.500 Polizisten waren allein in Berlin eingesetzt. Wir haben über ein Jahr vorher mit unseren Planungen begonnen. Entwarnung bei den Energieproduzenten. Stromausfälle wurden nicht gemeldet. Und auch um das Ersparte auf den Konten der Bank muss niemand wegen des Millenniums bangen. In Deutschland und wohl auch weltweit bisher keine Computerstörungen bei Börsen und Banken. Der Praxistest am Geldautomaten muss das beweisen. Aus heutiger Betrachtung Entwarnung. Jeder kann auch wieder einen Geldausgabeautomaten und seine Neujahrsfeier sei also in keiner Weise gefährdet. 3, 2, 1. Also glücklicher Start ins Jahr 2000. Ein paar hundert Menschen begannen heute Mittag den Neujahrslauf am Brandenburger Tor. In Berlin begrüße ich jetzt die Staatssekretärin im Innenministerium, Brigitte Zypris. Kein Computercrash, alles glatt gelaufen. Ist die Sache mit dem magischen Datum jetzt ausgestanden oder sind noch Überraschungen zu befürchten? Frau Gerster, ich glaube, im Großen und Ganzen ist sie ausgestanden. Das heißt, das, wovor wir Angst hatten, nämlich flächendeckender Ausfall von Infrastruktur, das heißt von Stromversorgung, von Telekommunikation, von Gas, von Wasser, das wird alles nicht mehr eintreten. Was sicherlich noch eintreten kann und wofür auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, ist, dass einzelne Firmen, die jetzt ihre Computer am Montag erst wieder anschalten, feststellen, dass es dann doch soweit ist, ihr Computer ist betroffen. Schätzungsweise 200.000 Computerexperten waren letzte Nacht im Einsatz und unzählige Krisenstäbe. Warum ist eigentlich entgegen allen Erwartungen nichts passiert? Ich glaube, das liegt daran, dass wir im vergangenen Jahr und auch schon davor doch erhebliche Vorarbeiten geleistet haben. Das heißt, wir haben viele Testverfahren gemacht, wir haben bei den Tests Fehlern festgestellt und haben die Fehler behoben.
deswegen konnten diese Fehler in dieser Nacht nicht mehr auftreten. Das heißt, wir haben quasi die Arbeit des vergangenen Jahres eingefahren. Und ohne unbescheiden sein zu wollen, aber diese Bundesregierung hat im letzten Jahr viel an Kommunikation aufgewendet. Vielen Dank, Frau Zypris. Nicht nur die Berliner wissen zu feiern, in ganz Deutschland trieb es die Menschen in Massen auf die Straße. Aber es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch Schwerstarbeit geleistet, zum Beispiel in den Kreissälen. Und da hat es Florian Vincent geschafft, das erste deutsche Millenniumsbaby zu werden. Und das ist er, unser Frühstarter. 3 Sekunden nach Mitternacht kam Florian in Berlin zur Welt. So klein und schon berühmt. Hallo Lena, hallo Sarah und Luisa. Auch ihr habt's geschafft, die ersten Drillinge. Um 13:45 war es soweit, eine Geburt im Minutentakt. Die Eltern aus Bruchsal hatten erst später mit den Kleinen gerechnet. Nee, absolut nicht. Also, wie gesagt, der Termin ist ja erst Ende Februar. Und es war jetzt zwar ein Termin von meiner Frau anvisiert, 5.1. hat sie sich irgendwo in den Kopf gesetzt gehabt, aber dass das gestern so überraschend kam, das war schon unheimlich. Das neue Millennium in Hamburg, wo sonst hanseatische Zurückhaltung üblich ist, wird zur Feier des Tages geklotzt. Das größte Feuerwerk Europas und eine riesige Open-Air-Fete an der Alster. 500.000 Besucher sind trotz Schmuddelwetters gekommen. Die Hansestadt von oben. Ganz besonders Mutige hatten den Jahrtausendflug gebucht. In 1000 Meter Höhe feiern sie, ohne Angst vor dem Jahrtausend-Crash. Ich denke mal, es wird schon gut gehen. Und vor allen Dingen, wenn man Glas Champagner in der Hand hat, ist es halb so schlimm. Danke. Noch höher hinaus auf die Zugspitze. Prosit Neujahr in fast 3000 Meter Höhe. Trotz minus 13 Grad friert der Champagner nicht ein. Dabei sein ist alles. Schwein gehabt, wer über 500 Mark für eine Eintrittskarte bezahlen konnte. Von den Bergen auf normal Null an die Ostsee. Baltic 2000 heißt das Spektakel in Rostock-Warnemünde. Von einer schwimmenden Plattform wird das Riesenfeuerwerk gezündet. 100.000 Rostocker sind dabei. Da ist sie also, die neue Zeit. Florian Vincent, das Millennium-Baby, scheint zufrieden zu sein. Herzlich willkommen im neuen Jahrtausend. Millenniumsspektakel nicht nur bei uns, rund um Big Ben und den Eiffelturm an der Copacabana und auf dem Times Square. Überall hatten sich Millionen von Menschen versammelt, um das neue Jahr zu begrüßen. Und es schien, als sollte ein Fest schöner und größer sein als das andere. Paris um Mitternacht. Die französische Metropole feiert den Jahrtausendwechsel und einmal mehr sich selbst. Der Eiffelturm, sonst ein Koloss aus Stahl, zeigt sich in funkelndem Lichterkleid. Champagnerlaune auf den Champs-Élysées. Mehr als 1 Million Menschen begrüßen das neue Jahr. 12 Riesenräder, von Künstlern umgestaltet, setzen sich in Bewegung. Der Prachtboulevard im Farbenrausch. London feiert eine Stunde später, aber nicht weniger spektakulär. In Feststimmung auch die Queen. Mit Ehemann und Premierminister Blair singt sie sich ins neue Jahr. Ganz London ist auf den Beinen. Wetterfest steigt die Riesenparty im Millennium Dome. Mit dem Wetter nie Probleme haben die Brasilianer. 20 Stunden Samba und Popmusik an der Copacabana. 5 Millionen Menschen tanzen auf der größten Strandparty der Welt. Wenn es etwas zu feiern gibt, dann tun es die New Yorker auf dem Times Square. Grenzenlos der Jubel, als die traditionelle Kristallkugel das neue Jahrtausend einläutet. Die Stimmung ist euphorisch und das ausschließlich bei Saft und Selters. Feuerwerk auch über dem Petersplatz in Rom. Zum ersten Mal spricht der Papst seinen Segen Urbi et Orbi in einer Silvesternacht. Samoa ist als letztes Land im neuen Jahrtausend angekommen. Die Nacht der Nächte neigt sich ihrem Ende zu. Rund um den Globus hält der Alltag wieder Einzug. In der CDU-Spendenaffäre gerät jetzt auch Partei- und Fraktionschef Schäuble unter Druck. Hintergrund ist gut 1 Million Mark, die 1997 aus der Kasse der Fraktion an die Partei geflossen ist. Der Staatsrechtler von Arnim sieht darin einen Verstoß gegen das Parteiengesetz.
In der Welt am Sonntag verlangte der Fraktionschef der Grünen, Schlauch, eine Überprüfung durch den Bundesrechnungshof. Gegebenenfalls müsse sich auch der Untersuchungsausschuss damit befassen. In Russland brachte der Jahreswechsel auch den Machtwechsel. Nach dem überraschenden Rücktritt von Boris Jelzin ist jetzt Wladimir Putin amtierender Präsident. Noch in der Silvesternacht flog er zum Truppenbesuch nach Tschetschenien. An der Strategie dort, so scheint es, will Putin aber nichts ändern. Auch im neuen Jahr gehen die Kämpfe weiter. Der Rausch der Nacht verflogen. Ein neues Jahr und einer, der auserkoren ist, der neue Hausherr im Kreml zu werden. Ni minute. Es werde kein Vakuum der Macht geben. Noch in der Nacht hatte Putin als amtierender Präsident zum Volk gesprochen. Der Staat werde die Grundelemente einer zivilisierten Gesellschaft schützen. Und auch in der Nacht Truppenbesuch in Tschetschenien. Es werde keine Änderung in der Kriegsführung geben. Er selbst habe sie ausgearbeitet. Sie habe sich bewährt. Der Staatsherr als Feldherr, der Geschenke zum Neujahrstag bringt, wie sie auch im nachsowjetischen Russland noch üblich sind. Die Kultur des Schenkens, hier hat sie einen glücklich gemacht. Ein Messer für den russischen Mann, mit eingravierter Widmung, noch von Putin, dem Premierminister. Doch des Glanzes Spitze, die schon auf ein neues Russland zielt. Indes nimmt der Krieg seinen Fortgang. Neben Grozny, das Hauptkampfgebiet, die Dörfer zu Füßen des Kaukasus. Angriffe von Artillerie und aus der Luft, die Dorfbewohner teils eingeschlossen, teils auf der Flucht. Im Krankenhaus Tote und Verwundete, die genaue Zahl der Opfer wird wohl nie bekannt. Viele haben ihr Auto gestern noch einmal vollgetankt, denn ab heute ist der Sprit teurer. Mit der zweiten Stufe der Ökosteuerreform wurde die Mineralölsteuer angehoben. Je nach Sorte verlangen die Tankstellen jetzt pro Liter Sprit bis zu 9 Pfennig mehr. Für Super Plus ist teilweise sogar die magische Marke von 2 Mark überschritten. Zum Sport. Für Martin Schmidt hat das neue Jahr nicht so gut begonnen, wie das alte aufgehört hat. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen ist er nur Elfter geworden. Woran lag es denn, Alexandra Mutz? Also er hat keinen großen Fehler gemacht. Martin Schmidt war einfach nicht gut in Form. Die Erwartungen nach seinem Sieg in Oberstdorf waren groß und das hat ihn scheinbar gebremst. Der Tourneesieg ist mit Platz 2 in der Gesamtwertung immer noch machbar. Sein größter Konkurrent ist Andreas Wiethölzl, der Sieger von heute. Die Enttäuschung war offensichtlich. Andere als Martin Schmidt standen heute ganz oben auf dem Siegertreppchen. Bereits im ersten Durchgang war dem Weltcup-Gesamtführenden nur ein für seine Verhältnisse durchwachsener Sprung geglückt. 110,5 Meter, Platz 9 nach dem K.O.-Springen. Und auch im Finale konnte Schmidt nur mäßig zulegen. 112,5 Meter, das reichte in der Addition am Ende für Platz 11, sein schlechtestes Weltcup-Ergebnis seit einem Jahr. Ursachenforschung. Ich habe eigentlich versucht, bewusst ein bisschen langsamer zu machen. Ich weiß nicht, ob es an dem lag, aber ich kann es mir nur so erklären. Nur das ist halt gerade die Stelle, wo ich auf anderen Schanzen halt meine Meter gewinne. Und heute habe ich es halt hier verloren. Sven Hannawald konnte an seine gute Form anknüpfen. Mit Sprüngen über 110,5 und 116,5 Meter wurde er wie schon beim Tourneeauftakt in Oberstdorf Vierter und geht optimistisch in den nächsten Wettbewerb. Ich versuche natürlich dort in Innsbruck dann da Anschluss zu finden, wo ich heute aufgehört habe und das dann sich vielleicht gegen Ende der Saison noch steigert. Mit dem weitesten Sprung des Tages über 121 Meter sicherte sich der Österreicher Andreas Wiethölzl den Sieg vor Masahiko Harada Japan und dem Finnen Janne Ahonen. Wiethölzl führt jetzt in der Tournee-Gesamtwertung vor Martin Schmidt. Der Vater aller Silvesterläufe, das Rennen über 15 Kilometer durch Sao Paulo, feierte seinen 75. Geburtstag. Und gewonnen hat bereits zum vierten Mal der Kenianer Paul Tergat. Mit dem Segen des Heiligen Vaters auf dem Petersplatz startete der Millennium-Marathon. Auch in Rom waren die kenianischen Läufer die schnellsten. Bei den Männern siegte Josephat Kiprono in 2 Stunden, 8 Minuten, 27 Sekunden. Bei den Frauen Weltrekordlerin Thekla Lorup in 2 Stunden, 32,04. Wolken, Nebel, Regen. Toll hat das Jahr 2000 ja nicht angefangen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dieter Weich verrät es Ihnen gleich. Das war's von uns. Die Heute-Redaktion meldet sich wieder um 21.47 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und überhaupt ein gutes neues Jahr. Bis morgen.
Jahrtausendwechsel, ja oder nein, dem Wetter ist's egal. Das treibt heute Nacht Regen und Schneewolken weiter nach Südosten. Im Nordwesten wird es dann zum Teil richtig neblig trüb. Morgen wird es im Laufe des Nachmittages im Südosten aufhören zu schneien. Gleichzeitig ziehen über der deutschen Bucht einige Regenwolken heran und dazwischen bleibt es neblig trüb. Und wenn Sie Glück haben, können Sie beim Sonntagsspaziergang ein paar Sonnenstrahlen erhaschen. Die Temperaturen heute Nacht meist -3 bis +5 Grad und morgen bleibt es dann nur oberhalb 1000 Meter frostig, ansonsten 0 bis 7 Grad. Ja, und die neue Woche, die beginnt dann mit einer Mischung aus Sonne, Nebel und Hochnebel. Am Dienstag ein paar Regentropfen im Norden und am Mittwoch wird es etwas kälter. Für den Rest des Jahres Ihnen noch alles Gute.